Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier bei Star Wars The Force Unleashed. Tja, ihr dachtet, es wäre wohl vorbei. Falsch gedacht, es geht natürlich weiter, denn in der letzten Folge haben wir zwar wirklich das Ende erlebt, aber es gibt natürlich noch ein zweites Ende, das sogenannte böse Ende. Das kriegen wir so frei, wenn wir Vader töten. Wir müssen natürlich jetzt noch einmal gegen Vader kämpfen und danach noch einmal gegen Vader kämpfen, weil man hat dann quasi die Wahl, entscheidest du gegen den Imperator zu kämpfen, dann wirst du das gute Ende erleben. Das haben wir in der letzten Folge gemacht und jetzt werde ich euch natürlich das böse Ende zeigen, die dunkle Seite der Macht. Und ihr seht auch natürlich, ich trage ein neues Kostüm, das ist das Jedi-Outfit von Starkiller. Das kriegt ihr frei, wenn ihr das gute Ende gespielt habt, und passend für das böse Ende habe ich auch wirklich das rote Lichtschwert wieder genommen. Sieht einfach ziemlich cool aus. Okay, Leute, ich würde sagen, gehen wir nochmal rein, kämpfen wir gegen Vader und töten ihn. Ihr alle habt das Imperium verraten. Man wird euch befragen, foltern. Ihr verratet mir die Namen eurer Freunde und Verbündeten. Dann werdet ihr sterben. Unser Tod wird anderen den Weg weisen. Eure sehr öffentliche, sehr schmerzhafte Hinrichtung wird ein Beispiel für die übrige Galaxis sein. Es gibt vielleicht doch eine Rebellion. Lord Vader, nehmt euch des Jungen an. Ich habe dich gut ausgebildet, aber du musst noch viel lernen. Ihr könnt mir nichts mehr beibringen. Okay, Vader, auf ein neues. Ich habe dich schon mal gegen dich gekämpft. Ich werde es erneut tun. Doch diesmal werde ich dich umbringen. Du hast mir gute Dienste geleistet, aber das ist nun vorbei. Oh, okay, und schon wieder diese Nummer. Ich hasse es, wenn Starkiller so lange braucht, bis er wieder aufsteht. Tja, falsch getroffen. Ich will dich grillen. Nein, nein, lass mich los! Also meine Reise endet hier nicht. Okay, und wieder diese Nummer. So, ich habe eine bessere Idee. Nimm dies. Und nimm das. Und ich komme hier zu dir. Alter, wir haben ihn, ja? Ach, Vader, du bist zu schwach für mich. Ich zeige hier die wahre dunkle Seite, mein Freund. Nein, lass mich! Hey, ich komm. Alter, ich. Ey, ich stecke fest! Nein! Vader, du. Voll Spaß, was hast du mit mir gemacht? Oh, na endlich bin ich frei. Das war echt fies. Ich dachte, ich hänge jetzt für immer hier fest. Na, warte. Ich hab dich, mein Freund. Nein, 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 nein. Ich bin hier der Stärkste. So. Vergiss es. Bereit auf einen erneuten Schmerz.
Du siehst nicht gut aus, mein Freund. Oder soll ich sagen, mein alter Meister. Nimm dies. Und friss das. Spüre die dunkle Seite der Macht. Ja, vernichte ihn. Er war schwach. Gebrochen. Vernichte ihn jetzt und komme an meine Seite. Nein! Helft ihm! Okay, und schon wieder. Qual der Wahl, retten wir Kota, nehmen wir das gute Ende, oder töten wir Vader, nehmen wir das böse Ende. Wie gesagt, wir machen uns das böse Ende, weil wir sind jetzt böse. Ah, ich wähle die dunkle Seite der Macht. So, und jetzt ist natürlich Vader hier ein bisschen stärker geworden. Und vor allem sein Design sieht schon auch ziemlich heftig geil aus. Vor allem ohne Maske kann er noch kämpfen. Beeindrucken. Richtig beeindrucken. Aber nicht mehr lange. Aber das ist auch schon eine heftige, schwere Nummer hier. Alter, der blockt jetzt fast jeden meiner Angriffe. Ach, komm schon. Ich kann ihn ja nicht mehr erwischen. Da war der Imperator noch ein bisschen einfacher. Ey! Oh, wie gemein. Nein. So, na endlich habe ich seinen Schwachpunkt gefunden. Okay, oh, ein bisschen weg, weg, weg. Oh, nein! Nein! Alter, hör auf damit. Oh, nicht schon wieder! Der schmeißt mich weg wie ein, ob ich ein Spielzeug wäre. Der verfluchte kleine Bastard. Aber ihr seht schon, es ist schon ein schwerer Kampf hier. Ja, was soll. Alter, was soll der lasten? Okay, keine gute Idee. Ich muss hier weg. Ach komm. Er kann mich hier wegschleudern und. Ich. Alter, er hat mich. Er hat mich, dieser verfluchte Bastard. Geh weg, 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 weg. Vader, steckst du fest? Hallo, Vader? Ah, jetzt kann ich ihn endlich mal schleudern. Der Spaß ist jetzt vorbei. Du bist tot, mein Freund. Das war's für dich, mein alter Meister. Noch letzte Worte? Ich glaube eher nicht. Eins hast du mich erstochen. Eins hast du mich getötet. Und jetzt töte ich dich. Exzellent. Lord Vader war am Ende nur noch ein Schatten seiner selbst. Ich wusste, dass du ihn ersetzen würdest. Es gibt allerdings noch eine letzte Prüfung. Löse dich endlich von den Jedi
Dann wirst du schließlich ein Lord der Sith sein. Du hast deinen Meister und deine Freunde verraten. Ich wusste, dass du auch mich verraten würdest. Und nun hast du dich und deine Freunde zum Untergang verdammt. Großes Potenzial. Du hättest mein Nachfolger sein können, mir ebenbürtig. Aber nun, doch ich habe vielleicht Verwendung für dich. Ich habe noch Feinde zu suchen und zu vernichten. Du wirst mir dienen, bis ich einen neuen Schüler finde. Und dann, genau wie Vader, wirst du abgesetzt werden. Beende es. Okay, und damit haben wir auch dieses zweite Ende gesehen, das böse Ende, die dunkle Seite. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Ende ist schon sehr, sehr düster gemacht. Vor allem jeder stirbt bis auf Starkiller. Ja gut, er ist jetzt ein verdammter halber Cyborg geworden, wie Darth Vader. Ziemlich krass. Und das Beste ist, wir wissen natürlich, wie die Geschichte weitergeht, wenn wir die drei Level spielen, beziehungsweise eigentlich zwei, aber ein Level spielt quasi noch vor den Geschehnissen von der The Force Unleashed 3, also quasi vorm Ende noch von The Force Unleashed. Naja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir auch wirklich sehr toll gefallen, dass wir mal erleben, wie wir Vader töten und wie das Ganze enden wird. Vor allem, ich wusste ja gar nicht, dass der Imperator noch sein Lichtschwert hatte. Ich dachte, er hätte seins eigentlich verloren in Episode 3, aber anscheinend hat er es doch die ganze Zeit einen gehabt. Fand so merkwürdig, warum wir dann im Endboss-Gegner, wo wir gegen ihn gekämpft haben, nur, dass er seine Machtkräfte benutzt hat und nicht sein Lichtschwert. Naja, ist halt der Imperator, er entscheidet halt, was für ihn besser ist. Okay, somit haben wir eigentlich auch komplett jetzt mit der Story durch. Wir haben jetzt das gute und das böse Ende gemacht. Da bin ich jetzt wirklich zufrieden. Die drei DLCs-Levels werde ich natürlich auch für laufende Tage euch auch mal zeigen, weil die sind auch ein kleiner Teil vielleicht der Story, aber jetzt auch nicht so richtig groß. Aber die sind wirklich sehr toll gemacht. Finde ich nur ein bisschen schade, dass es nur so drei sind, weil die sind schon wirklich cool gemacht. Okay, ich hoffe eigentlich auch jetzt, dass das ganze Projekt euch auch noch gefallen hat, vor allem auch das böse Ende. Vor allem, wie findet ihr das böse Ende? Findet ihr es, ist es richtig gut gelungen oder was hat gefehlt? Oder schreibt doch bitte mal eure Meinung in den Kommentaren, denn das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Und ich sage eigentlich nur noch danke, das war's auch mit Star Wars The Force Unleashed. Natürlich werde ich noch die drei DLCs zeigen, aber wie gesagt, im Verlauf der Tage. Und ja, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr wieder mit dabei wart und ich würde nur noch sagen, da möge die Macht mit euch sein und lieber wählt die dunkle Seite der Macht. Tschüss!